Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte diese Woche mal wieder an meinen Partner Athletic Greens erinnern. Den Link findet ihr unten drunter. Bekommt ihr einen Jahresvorrat Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem Abo noch dazu. 75 Mineralstoffe, Vitamine, Superfoods sind hier in diesem kleinen Drink enthalten. Den werde ich mir jetzt gönnen. Und noch ein kleines Frühstück. Um 8.30 Uhr ungefähr will ich loslaufen zum Long Run. 28 Kilometer stehen an. Die ersten 14 Kilometer normal. Die zweiten 14 Kilometer soll ich so in etwa 3,40 Pace laufen. Dann switche ich aber auch auf Carbon-Schuhe. Also sollte ziemlich moderat machbar sein. Weil ich die 28 Kilometer schon recht früh beginnen möchte. Ich muss auch nochmal 1,5 Stunden Rad fahren und schwimmen, ungefähr 2 Stunden, 1,45 irgendwie. Gibt es heute hier nur 2 so getoastete, vielleicht auch 3 getoastete Weißbrote. Eins mit Erdnussbutter, eins mit Honig. Weil ich ja weiß, dass ich das viel schneller verdauen kann. Üblicherweise starte ich meistens mit einem Porridge in den Tag, was wir eh frühstücken hier. Und werde dann allerdings heute auch einiges an Verpflegung während des Laufs mitnehmen. Und ich freue mich. Ich freue mich auch, wenn der Tag heute Morgen vorbei ist. Ich muss echt sagen, die ersten 3 Tage in der Woche waren schon wieder ganz, ganz ordentlich hart. Fritz begleitet mich auf dem Fahrrad. Das heißt, wir werden ein paar Eindrücke auch vom Long Run jetzt gleich sehen. So, mittlerweile ist einige Zeit vergangen. Ich nehme auch ein bisschen was an Getränken mit, weil es doch jetzt warm werden könnte. Eine Flasche Wasser, eine Flasche Morten 320 Mix. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, mit welchen Schuhen ich die ersten 14 Kilometer laufe. Ich werde jetzt die zweiten 14 Kilometer mit den Vaporfly laufen. Und ich denke, ich starte die ersten hier mit dem Adidas Solar Boost. Habe ich mir jetzt letzte Woche bestellt und ich hatte dann einen Vorgänger schon, mit dem bin ich ganz gut zurechtgekommen. Und von daher, ja, jetzt ist der Fritz auch gleich da. Das heißt, ich gehe schon mal runter, suche GPS, Gymnastik habe ich kurz gemacht. Na, man wird ja nicht jünger, das brauche ich echt mittlerweile vor den längeren Läufen immer mit ein. Aber Temperaturen sind noch mega angenehm. Jetzt noch Puls kurz suchen. T-Shirt anziehen. Los geht's. Felix, wie sind die Beine bei dir? Oh, ich fühle mich richtig gut, ey. Richtig gut, das ist gut. Der letzte Long Run, den wir zu zweit gemacht haben, war das letzte Woche? Kann auch schon nee, zwei Wochen sein, ja. Da war es echt hart, aber heute sollte es eigentlich easy gehen, vor allen Dingen mit den Bescheißerschuhen am Ende. Alles gut. Aber wir haben auch schon 1,5 Kilometer. Ja, aber die waren ein bisschen anstrengend hier, gerade für mich, weil ich nicht erstmal hier alle organisieren musste und so. Ja, das stimmt. Aber du hast eigentlich den härtesten Job. Ja, ich glaube auch. So, Felix, Rückweg genau, von der ersten Hälfte. Erste Wende haben wir schon. Jetzt habe ich mich auch gut eingerollt. So knapp unter 4 Minuten Pace. Alles gut. Perfekt. Und Wetter, Strecke passen auch, oder? Perfekt. So, Schuhewechsel. Yes, jetzt fehlen uns zwar 40 Meter auf exakt 14 in der Hälfte. Aber das stört keinen großen Geist. Ja, wenn hier eine Bank ist, ist dann schon praktischer, ne? Jo. Wie ist der Stand? Gut, jetzt haben wir 3,59. Average exakt. Ziemlich gut eingegroovt. Hatte immer so 54, 53. Jetzt seit dem Wechsel, seit der Wende. Ein halbes Morten, 3,20 ungefähr, weggezüffelt. Auch alles gut nach wie vor. Ja. Weiß nicht, wie sieht's aus, Fritz? Was sagst du? Ja, wirkte sehr entspannt. Ich meine, wir konnten jetzt gerade die ganze Zeit noch ein bisschen uns unterhalten dabei. Hast nicht mal groß geschnauft. Ja. Von daher bin ich mal gespannt für die zweite Hälfte. Denk mal, die Schuhe geben einen kleinen Boost, ne? Ja, ich denke auch. Also wahrscheinlich mit gleichem Aufwand werde ich jetzt wahrscheinlich schon irgendwie 3,45 laufen, kann ich mir vorstellen. Und dann ist ja auch nicht mehr viel zur 3,40, die wir so anpeilen sollen. Genau.
dachte ich mir gerade auch. 37. Im Schlussspurt. Ja, da muss ich jetzt nochmal dabei. Da muss ich jetzt ein bisschen zurückschneiden dann. Moment, 1 Stunde 49 exakt. Ah, jetzt habe ich nochmal gestartet. Ach, Mist. Einer also, kaputt. Jetzt ist eine 1. Okay, safe. Also ich muss sagen, prinzipiell war das jetzt echt bis hinten raus locker. Beine sind dann vorne ein bisschen fest geworden, so der letzte Kilometer. Ging es dann nochmal ein bisschen bergab. Hat jetzt 28,6 Kilometer, 3,48 Pace. Ich hatte letzten Freitag in der Hitze den Dauerlauf gemacht. Ich glaube, da hatte ich irgendwie 168 Average Puls. Heute hatte ich jetzt nur 160 Average Puls. Einmal 176 am Ende jetzt Max, als es kurz mal die Brücke hochging. Aber ich habe mich dann auch, als es wieder runterging, gut erholen können. Also ich kann eigentlich nur sagen, das war gut. Hm. Sehr schön, sah auch gut aus bis zum Ende. Danke Fritz, danke für die Begleitung. Ja, insgesamt war es das jetzt aber noch gar nicht mit dem Training für heute. Aber zumindest die nächste Trainingseinheit wird mental ein bisschen easier. Ich muss 90 Minuten radeln, lit, ohne irgendwelche speziellen Aufgaben. Das werde ich jetzt direkt im Anschluss machen. Ich bin um ziemlich genau 11 Uhr fertig gewesen. Jetzt 11.32 Uhr und 12 Uhr will ich losfahren. Eine Stunde Pause dazwischen, das reicht jetzt eigentlich. Und dann habe ich aber ein bisschen längeren Break und abends nochmal eine Schwimmsession auf dem Plan. Vom Kopf her deutlich entspannter. Später im Wasser könnte es nochmal anstrengend werden. Das dürften so, ja, wie eingangs schon erwähnt, ungefähr 2 Stunden dauern. Aber jetzt auf dem Rad habe ich auch Zeit, genügend zu trinken. Gerade bei 90 Minuten kann man sich ja auch echt genug mitnehmen. Morgen geht es wieder mit dem Zeitrad los und dann geht es nach Rot, die Radstrecke abfahren. Habe ich es geschafft. Wir hatten da ziemlich genau 90 Minuten. Ich muss sagen, ich habe leider eine kleine Sitzproblematik. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber morgen auf dem Sattel mit dem Zeitrad dürfte es auf jeden Fall besser gehen. Aber jetzt ist ein bisschen unangenehm. Tja, dem ist eigentlich kaum noch was hinzuzufügen. Schwimmtraining war dann auch noch gut. Und der Freitag damit wirklich ein voller Trainingstag. Aber nachdem ich den Long Run so gut abgeschlossen hatte, fiel es mir dann noch leichter, an den anderen Trainingseinheiten auch noch einen grünen Haken dahinter zu setzen. Mittlerweile ist Sonntagabend und die einzige Trainingseinheit, die mir für diese Woche noch fehlt, ist ein 12 Kilometer Dauerlauf, den ich aber ganz locker gestalten werde. Gestern am Samstag bin ich mit Philipp und Erik nach Rot gefahren, haben das Auto am Rotsee abgestellt und die Strecke das erste Mal abgefahren. Ich bin 2017 dort in einer Staffel mal Radfahrer gewesen und ja, vor allen Dingen so das Teilstück, bis man dann in Greding oder auf dem Zubringer, auf dieser Landstraße Richtung Greding ist, ist wirklich einiges anders. Dann hinten raus fehlt der Solareberg noch und so, echt schade teilweise. Am Anfang dann auch nach meiner Erinnerung doch deutlich mehr
engere Kurven und solche Situationen. Also ich bin mal gespannt, ob die Strecke noch nach wie vor so schnell ist, wie sie einmal gewesen ist. Aber ja, geht halt jetzt dieses Jahr leider nicht anders. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auf das Rennen im September. Und ja, genau, bin jetzt wirklich froh, die letzten 3 Trainingswochen gut geschafft zu haben. Und einen genauen Überblick der Trainingseinheiten gibt es dann im nächsten Video, das in den nächsten 2-3 Tagen rauskommt. In diesem Sinne schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch eine spezielle Frage zu den letzten 3 Trainingswochen habt, dann stellt sie mir gerne hier in den Kommentaren unten drunter. Ja, in diesem Sinne sage ich Peace und bis zum nächsten Video.